Angekommen in den Minen geht das Abenteuer weiter, Leute, hier bei Telesymphonia Chronicles. Ja, wir sind noch auf der Suche hier nach so einem Erzstück-Dingsbums für Presea. Und naja, mal gucken, wo das genau Minensalden sein, wo genau das Teil sein soll. Schon sehr gespannt und natürlich auch, was das für starke Viecher sind teilweise. Mal gucken, sind sicher andere Viecher. Okay, Blutsauer, Steingolem, ist alles mal ein bisschen neu. So, warte mal, die mal. Das ist doch schon cool und der Steingolem. Wiggle, was machst du dort? Ich bin Steingolem! Ist wahnsinnig! Der hat doch viel zu viel KP oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Sind sie schon mal ziemlich langsam? Ja, sehr lame, so. Oh, Spruch gelernt. Proofy. Was soll das sein? Tschüssi, Hikowski. Der kommt so schnell nicht wieder. Oh Mann, Professor Wayne, was machst du denn dort? Du hast doch gar keine TP mehr. Und Leute, ein Level Up. Geil. Da heißt es, es ist Level 36 bereits. Alter Schwede, wir sind halt viel zu stark. Kannst sagen, was du willst. Maschine ist rein, wa? Lalalala. So, wer bist du denn? Kleiner netter Tiger? Oh. Nicht ganz. Basilisken sind, sagt der Scheibenkleister. Schon Spruch gelernt. Alter, was machen die ganze Zeit? Okay, sie hat was mit uns gemacht. Doch weiß nicht was. Hä, wieso geht das nicht? Also mit, ja. Natürlich mit Wayne klappt's nicht. Hä, die kann so etwas nicht, stimmt's? Wieso? Doch können sie ja. Mit X macht sie eigentlich Footton. Hä? Verstehe ich nicht. Was ist hier los? Wieso geht's mit denen nicht? Na, ist auch egal. So, hat ihn auch. Ja, das was liest, kann ich mir aus. Und der nächste Blutsauger. Wow. Mit Eis. Ei, ei, ei. Und auch der ist gleich Fujikato. Geht doch. Du, lalalala. Ups. Gene ist eingefroren und hat gar nicht richtig geschnallt. Entschuldigung, Gene, das war mir jetzt gar nicht unbedingt. Ja. Hab ich verpennt. Du. Ey, das war's lebensheiliges Licht, oder? Nee, das auch nicht. Das Wundermittel will ich eigentlich. Und zack. So, dann Farbe. Schön. Gut. Prüfen. Sondern hier prüfen. Sieht aus, als könnten wir hier rüberspringen. Nein, der Felsen liegt im Weg. Ach nö, was ich jetzt sage, ist mir gar nicht aufgefallen. Okay, der Felsen ist im Weg. Ja, und jetzt? Ah, na, guck mal einen an. Du. Wow. So, da fähr ich. Gut. Kann ich? Muss ich noch etwas aktivieren? Ja. Du. Hm? Was denkst du denn so scharf nach? Das sieht ja gar nicht ähnlich, Leute. Das Liftkabel teilt sich in der Mitte, oder? Ich frage mich, wo es wohl hinführt. Hm, wenn sonst nichts ist. Hey, Wiggle, erklär uns das mal. Es führt zu einem alten Tunnel. Der Abrad in der Mitte stellt die Weiche, aber... Wir kommen so nicht dran. Säbel, da ist der Schalter, stimmt's? Können wir den nicht mit irgendwas umlegen? Irgendwas? Zum Beispiel? Was denn sonst? Hä? Wie, zum Beispiel was denn sonst? Hä, hab ich das überlesen oder was? Das wäre ja verrückt. Boah, das ist nicht ein Brocken. Wie sollen wir denn daran vorbeikommen? Was jetzt, Herr Wiggle? Für diesen Fall wurde ein spezieller Gegenstand in dieser Mine vorbereitet. Tut mir leid, aber wir müssen zurück in den folgenden Tunnel. Da sollte es irgendwo sein. Was meinst du mit S? Kommt, gehen wir. Hey, lass mich zurück, Mann! Alter, das kann wohl nicht sein. Ich bin ja der coolste Typ hier. Naja, wenn du meinst. So, kommst du da wieder zurück oder aber gerade ein Problem? Na, es kommt wieder zurück, sehr schön.
Vielleicht kann ich es ja mit dem Mana-Ring umstellen. Mal theoretisch könnte es ja klappen. Ja. Und da haben wir es geschafft. So, also hier ist sicher nichts, wa? Da wäre ein bisschen noch schöner. Komm zurück, Mann. Du. Ja, wollte schon sagen. Lalalala. Zack. Und die Weiche gestellt. Lalalala. Wüpp. Und das sind auch schon die nächsten Gegner. Ach du Scheiße, rote Killergurke. Was ist denn das bloß für ein Spiel? Eine rote Killergurke sehe ich. Glaube ich auch. Alter Chines, ey. Was sind denn das für krasse Attacken? Du. Dreaded Wave! Alter. Obwohl es eigentlich eine Erdattacke, also sprich, die dürfte ja gar nicht wirken bei denen. Was soll ich denn? Weißt du was? Ich bin heute mal so nett und gebe ein bisschen mehr TP. Denn sie hat's ja nötig und Wriggle hat ein Level Up. Das heißt, er ist gerade mal Level 34. Schwächling. Trotzdem kommst du raus. Obwohl, nee, lass ihn mal drin. Chine ist aus, wenn man Level abkriegt, dann geht er raus für Colette wieder und so weiter und so fort. So, kommt auch nicht vorbei. Das war ja klar. Und hier haben wir ein neues Viecher. Was? Neues Viecher? Nein, neues nicht unbedingt. Ja! Das ist aber gleich nervig wie die alten. Das bringt nichts, Alter. Du kannst mir nichts anhaben, du. Das hat weh getan. Schon nicht sehr genug. Alter, was aus plötzlich. Geht doch. Letzte. Sea Tempest. Yeah. Flying Tempest. Dann diese. Ah! Fliegenden Gegner. Wieso? Was ist? Ja, wollte schon sagen. So, manchmal funktioniert mein Flying Tempest. Wow, ich gebe ab. Das war ein bisschen, ja, ein bisschen sehr viel. Egal, schwaches Tag gefunden. Cool. Ist das vielleicht? Ah, jetzt kommt natürlich herunter. Sehr schön. So. Natürlich haben wir auch hier wieder ein paar, ein paar Viecher. Sind noch irgendetwas drin, was wir brauchen könnten? So, Basilisken und Steingolem. Wow. Oh, jetzt bin ich verwirrt. Das gibt's nicht. Das ist doch scheiße. Mit zwei solchen starken Gegnern. So. Also, du gehst mir auch auf die Nerven. Zum letzten Mal, ey. Flying Tempest! Flying Tempest! Aua. Es tut mir weh. Und die Krankenschwestern. Yeah. Da hat kein TP mehr. Goodbye. Du. So, was kann ich jetzt hier machen? Ja, und jetzt? Was kann er? Was macht er dieses Mal? Versuchen wir es mal. Wartet. Der Mana-Ring wurde hier zum Sprengen verwendet. Seid sehr vorsichtig damit. Sprengen? Wie denn das? Wenn du Mana-Ring verwendest, erscheint eine kondensierte Mana-Kugel. Nach 3 Sekunden explodiert diese Kugel. Wenn wir daneben stehen, bekommen wir die Explosion voll AP. Alles klar, wenn wir ihn vorsichtig, aber verwegen. Verwegen vor allem gut. Ist klar, eine Mana-Kugel ist eine Bombe! Keine Mana-Kugel! Alles klar, Mann, ist das doch bescheuert, du. Oh Mann, und die Abwehr durchbrochen, du. Wow! Komm, Wriggle, zusammen! Nahkampf, geil!
der Nahkampfstil. Wow, wow, wow. Spin Kick, yeah, man. Ja, der kann kicken. Und tschüss? Nee. Jetzt aber tschüss. Ach, man, ich schätze mich immer so lame. Ja, obo. Ja, eine ganz kleine Explosion zwar nur. Aber egal. Hallo, Schnecki. Oh Gott. Was sind denn das schon wieder für Dinger? Eine Kugelschnecke. Ja, ich gucke mich auch lachen. So, sehr gut. Ich mal den nächsten Gegner. Kümmern. Eine blöde Kugelschnecke. Aua. Ja, die fliegenden Gegner einfach nicht in die Luft kommen lassen. Sehr gut. Und ja. Doppelplatt gemacht. Ist aus den Erfahrungspunkten. Ja, Jean ist bald wieder. Gut. Hat sie noch Schönes? Ein Sandsäbel. Ist das. Das ist eine gute Frage. Ein Sandsäbel. Da finde ich das auch nichts. Für ihn vielleicht. Wow, bei einem Schlag rinnt Sand aus diesem Schwert. Okay. Alter, die Power ist unglaublich. Ein Sandsäbel. Och, interessant. Wow. Erstmal aufmachen. Und was hat sie drin? Heiliges Papier. Rapier. Entschuldigung. Papier vor allem. Genau. Ein heiliges Papier. Dann wär's ja etwas für China. Ein Rapier könnte auch für uns sein. Aber natürlich, wenn es heilig ist statt heilig. Aua! Alter! Was gerade? Ja klar, wohl daneben. Mann, Leute, wo zielt's denn hin? Und tschüss! Komm schon, und? Geht doch! Ist aber ziemlich ein Schlag zu viel. Also, ja, das mit heiligen Rapier, da ist bereits... Oh, Alter! Ein heiliges Schwert ist besonders für Stoßattacken gesegnet, geeignet, dieser gesegnet vor allem auch. Sinclair, heiliges Rapier, alter Schwede! Stoß über 100 mehr Schnitt auf 100 mehr, Alter. Okay, ist langsam überpowered, der Kleine. Sind sie doch überhaupt nicht in einem alten Rubinstab? Professor Wayne macht irgendwann eine neue Waffe, Leute. Leute, da. Das ist doch übel. So, und hier oben hat es irgendwo was zum Wegsprengen. Nicht wahr? Geht es eigentlich hier auch? Verdammt, hier ist auch ein Tor. Nur die Ruhe. Das Hemmer findet sich sowieso nicht dort drin. Hey, woher weißt du das denn? Ich habe schon einmal in dieser Mine gearbeitet. Ach so, na dann gehen wir. Du hast in einer Mine gearbeitet? Aber sicher doch. Zieh los. Nichts. Reden wir mit mir selbst. Komm schon, gehen wir, Leute. Helfe meiner süßen Brisea. Zinker, zinker. Arsch. Mine aus alten Zeiten. So, wo kann man abfeuern? Mensch. So ist Rapier. Was hat das wohl drauf, wa? Mal gucken, was hat so drauf, aber Bams, Alter. Und jetzt hau ich dir voll drauf. Bims! Ja, ich mach definitiv mehr Schaden als früher. Echt übel. So, mal gucken und Bams! Weg ist er und drüber springen. Hopp. Cool. Oh. Das war allerdings weniger cool. Kopfschub! Crescent
Du und Tschüssikowski. Ja, das war's eben. Ja, wegen null und Attacken, genau warum es diesmal funktioniert hat, Leute. Ganz einfach deswegen, weil ihr seht, die hier Futun, also spielt das ja ihre einzige Attacke, die ja so funktioniert. Und deswegen, wenn ich halt mit die angreife, spricht der P2 da oben mit der X, muss ich immer zuerst sagen, ja, also nach oben drücken auch noch zusätzlich. Das ist der ganze Trick daran. Dir hau ich auf die Mütze. Alter, 300 Schaden pro Attacke. Heiliges Rapier, ey. Mit der Waffe mache ich auch noch. Du. Den alten Kratosblatt. Ja. Hallo, kommst du mal? Oh, sowieso falsch, hä? Das war jetzt falsch, wenn ich jetzt hingehe. Oh, verdammt. Ja, wir kommen jetzt in den richtigen Ort zurück. Das ist ein kleines Problem. Das gibt's doch nicht. Jetzt müssen wir den Mana-Ring ändern und... Och, nö, ey. So, schön TP sparen. Sehr gut. Alter. Eruption! Yeah! Bams! Ist klar. Mir voll aufgehalten. Du. Bams, haben wir. Tot und jetzt kommt der dritte auch noch. Wedging Mist! Und. Bams. Da hat er recht. Komm schon, unterspringen geht doch. Geht eben nicht. Oh, Leute, wieso ist der Mana-Ring nur ausgerechnet hier unten? Oh, also bei der Funktion zum Umstellen ist doch mega mühsam. Ja, wie normal, mit diesem Feuer, genau. Denn das ist ja normal. Level up, hab bald Professor Rain. Okay. Irgendwas, was ich noch machen wollte, ist Chines weg. Zellos rein, sehr gut. Du. Damit dann hoffentlich bald das ganze Team Level 36 erreicht. Lalalala. Hopp. Cool. Du. Oh, komm, nein! Das war gemein. Das war so gemein. Jetzt müssen wir da warten. Kann auch von hier aus umstellen. Geht das eigentlich auch? Nö, natürlich nicht. Dafür ist es dann doch. Ein bisschen zu weit weg. So, komm schon und zack. Umgestellt, sehr gut. Runterspringen geht natürlich auch nicht. Ach, Menschenskind. So, wieder warten, bis ich da drüben bin, wieder runter. Den Mannring umstellen, wieder hoch und ach, ist ein bisschen mühsam. Das hätten die Programmierer ruhig ein bisschen anders machen können. So. Komm schön hoch. Komm schon. Du. So, sehr gut. Du. Und da sind wir schon wieder. Dann ganz kurz am Gegner vorbei. Alles klar. Gut. Sehr schön. Hoch hier. Du. Schnarch, Leute. Ja, ich weiß. Das ist ein bisschen langwierig. Ja, kann man schon nochmal runterspringen? Ja, gut. Und jetzt ganz schnell. Ja. Nee, zu spät. Das war zu spät. Aber volle Kanne. So, ist noch bald schon der Paddel mal vorbei. Ach Gottchen, der geht immer so schnell.
Du, 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 du. Frage mich. Zack. Rüber schnell und explodiert er wohl? Bams. Oh. Der Fahrstuhl hat es überlebt. Peps. Und weg hier. Das ist doch supi. Ja, nicht sie weiter. Nochmal so einer. Blub. Blub, blub, boom. Habe ich bald schon mal irgendwo ein Ziel vor Augen? Wäre mal ganz froh darum. This is gonna be cake. Denn ich muss leider schon wieder den Part beenden. Lalala. Das ist doch Wahnsinn und ausgiebig einen großen. Ey, wo bist du? Was machst du da? Das war auch nicht schlecht. Du, 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 du. Immer schön drauf, immer schön drauf. Mann, Zelos, ey. Ich hab ja voll die Pose. Hilfe! Das war auch knapp. Spielzeug da unten. Das bewegt. Freunde, ich will mich gerade ein bisschen verarschen. Ein schwacher Punkt, geil. Ich will mich ein bisschen verarschen. Seit wann kein Spielzeug gelaufen? Hilfe, was ist hier los? So, mal ganz kurz wegsprengen hier und dann hier noch zack, brechen. Und es weitergeht hier bei Tales of Symphonia Chronicles. Seht ihr morgen wieder in der nächsten Episode. Danke fürs Zusehen und bis dahin. Ja, haben wir ganz gut trainiert. Also bis dahin. Ciao zusammen. Yeah.